Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute etwas über Hardware sprechen und dann einen Zugriff darauf machen. Und unsere Hardware, über die wir heute sprechen wollen, das ist die Uhr in unserem PC. Gell? Also ja, Uhren gibt es ja schon lange, gell? Also schöne Uhren, gell? Also es gibt dann auch so ja, solche Uhren da, gell? Und unser PC hat eine Uhr, gell? Und zwar eine solche Echtzeituhr, also eine, die also wirklich eine Uhrzeit ausgeben kann, und wenn man die setzt, dann geht die auch nicht verloren, gell? Also da ist wirklich die Hardware drinnen, um also eine Uhr zu betreiben, die dann auch mit der Zeit weitergeht, gell? Also nicht nur so eine Uhr, die ja, dann startet, wenn wir das Gerät einschalten, so wie ein Timer, gell? Sondern diese Uhr, die läuft immer weiter, gell? Und ja, und das ist sogenannte Echtzeituhr, gell? Also es gibt dann andere Hardware, gell? Also wir haben da ja so diesen Z80 am Anfang des Jahres mal rausgeholt, gell? Dort war keine Uhr drauf, gell? Oder ja, dann haben wir diese Big Hardware im Labor, gell? Also diese hat auch keine Echtzeituhr drinnen, gell? Also dort hat man zwar so Timer, gell? Und diese Timer laufen dann zwar weiter und man kann dann auch etwas zu einer Zeit aussagen, aber man kann nur Zeitdifferenzen dann ermitteln, gell? Also von, ja, von bis, gell? Nicht so der PC, gell? Also der PC, der hat eine Hardware-Uhr eingebaut, gell? Und wenn man da so schaut, gell? Also da, ja, da findet man sowas, gell? Das ist ja ganz nett da, gell? Mhm. Gell? Und da beschreiben sie auch, wie das funktioniert, gell? Und da sagen sie, da ist ja so ein, ja, ein Taktgeber, gell? Also das ist so wie eben in einer, ja, in einer Quarzuhr, sowas ist hier drinnen eingebaut, gell? Mhm. Wenn ihr da in Telekommunikation mal mit euren Elektroniklehrern spricht, gell? Die können euch dann was sagen über das, wie das funktioniert, gell? Mit so einem Schwingkreis, gell? Und ja, genau so etwas ist doch drinnen, gell? Und damit das funktioniert, gell? Ja, da haben wir im Gegensatz, gell, eben Software-Uhr, gell, so nicht Hardware-Uhr, gell? Mhm. Und ja, und da haben wir dann noch andere Anwendungen, gell? Okay, immer mit irgendwelchen Uhren. Und was hier auch drinnen steht, gell? Genau hier steht's. Man braucht eine Versorgung, gell? Und zwar, ja, wäre der PC immer eingeschaltet oder immer unter Spannung, gell, dann hätten wir kein Problem, gell, weil die Versorgung wäre dadurch gegeben. Aber der PC läuft nicht immer, gell, und ja, sein und andere Mal, gell, gibt es auch jemanden, der ihn aussteckt, gell, dann steht er nicht mehr unter Spannung, gell. Okay, also das ist jetzt, ich will nicht sagen, dass man PC nicht ausschalten soll, gell, das macht auch ruhig Sinn, gell, also das können Sicherheitsbedenken sein, gell, vorhin hat es ein Gewitter gegeben, gell, könnte ja leicht was kaputt werden, gell, oder eben jemand sagt, naja, wenn ich den PC eingesteckt habe, dann kann ich auch etwas Energie verbrauchen, ja, stimmt auch, gell, kann man nachmessen, gell, mhm. Ist zwar in letzter Zeit weniger geworden, gell, aber, naja, wenn viele PCs laufen, gell, also viele PCs, gell, viel Kleinmist, gell, macht dann auch viel aus, gell, und deswegen, naja, soll man das nicht immer machen, gell, okay. Ja, ein Laptop ist schon anders, Laptop hat einen Akku, gell, und solange der Akku etwas drinnen hat, gell, also der Akku nicht leer gesaugt ist, gell, dann haben wir dort auch Energie, gell. Aber wenn jetzt nichts läuft, gell, dann brauchen wir eben so eine Bufferbatterie, gell. Und ja, wenn man da schaut, gell, die schauen sehr häufig so aus, gell. Also das ist so ein CR2032 sehr häufig, gell. Kostet relativ wenig, gell, gibt es auch im Supermarkt oft zu mitnehmen, gell. Und wenn nach vielen Jahren ein PC naja, die Zeit verliert oder sogar die Konfiguration, gell, dann wird es vielleicht Zeit mal zu schauen, ob man diesen da austauschen kann, gell? Mhm. Gell? Das ist sehr häufig möglich, gell? Leider nicht immer, wenn man da auf die englische Wikipedia geht, gell, dann findet man da eben auch die Bausteine,
Gell? Und hier ist das Negativbeispiel. Gell? Okay, also das Negativbeispiel ist, dass die Bufferbatterie nicht zugänglich ist. Gell? Und ja, wenn das der Fall ist, gell, dann ist dann sehr häufig guter Rat teuer, gell, weil jetzt den ganzen Baustein wechseln, dass man da nochmal einen kompatiblen Baustein findet. Das wird dann eben schwierig, dass der noch produziert wird nach 10, 12 Jahren oder so. Gell. Also, naja, geplante Opsolescenz. Also, okay, das Ding soll dann irgendwann mal kaputt werden. Und wenn da nicht eine neue Windows-Version dafür sorgt, dass man das Ding austauschen muss, gell, dann ist es die Batterie. Gell, okay? Aber eben, wie gesagt, sehr häufig ist die Batterie zugänglich, gell, und sehr häufig kann man sie auch austauschen. Gell. Also bei einem PC ist das Problem relativ, gell, weil ein PC kann man schön öffnen. Gell. Ein Laptop ist manchmal etwas schwieriger, gell, als ein Laptop, dort ist das Ding eben naja, schwer. Also oft schwer zugänglich, gell? Also, aber selten überleben die Laptops so lange, gell, wie diese Batterien, gell? Und vor allem die Laptops haben ja den eigenen Akku, gell? Also ist das Problem bei den Laptops dann relativ, gell? Also tritt also seltener auf als bei PCs, gell? Okay, ja, schön, gell? Und ja, an solchen Baustein, den wollten wir heute ansprechen. Und wenn wir da mal hineingehen, gell, also da in der englischen Wikipedia, da haben sie etwas mehr geschrieben. Gell. Und zwar, das ist von der Motorola, der MC146818 gewesen ursprünglich. Gell. Danach hat man auch andere eingebaut. Gell. Und was ganz interessant ist, hier steht nicht 1981, hier steht 1984. Gell. Erst ab 1984, gell, hat man gesagt, das muss schon drinnen sein. Gell. Die ersten hatten das nicht, gell, weil die ersten hatten ja auch kein DOS mit Festplattenunterstützung. Gell. Okay. Wie hat denn das funktioniert? Hat man die Maschine eingeschalten, gell, und das Erste, was gekommen ist, sie hat einer mal gefragt, ich bin ein bisschen müde, sagen wir mal, wie spät ist denn, gell, und welches Datum haben wir heute, gell. Okay. Ja, so hat die Arbeit begonnen, aber PC mal sagen müssen, wie spät ist es, gell, und welches Datum haben wir heute. Und genau so ein Gerät habe ich mal gehabt, als ich so jung war wie ihr seid, gell, also das hat mich dann jedes Mal beim Einschalten gefragt, gell, also ja, wie spät ist es denn jetzt, gell, was haben wir denn heute, gell, okay, hat man das eingegeben und dann hat man arbeiten können, gell. Also der PC hatte keinen Realtime-Clock, gell? Okay, wie gesagt, gell? Also das ist jetzt ein paar Jahre nach dem Anfang gekommen. Okay, ja, das Interessante ist jetzt für uns weniger die Hardware, gell? Also ja, wenn ihr da mit Telekommunikation mal fragt, gell? Also könnt ihr ein bisschen was dazu erfahren, gell? Sondern was man jetzt damit machen kann, gell? Und jetzt, was man damit machen kann, wir können die Uhrzeit, ja, wir können sie setzen, wir können sie vor allem mal auslesen, gell? Okay, also nicht irgendwo so C-Funktionen aufrufen, gell? Sondern es selber machen, gell? Okay, oder Java oder so, gell? Wo man dann in Java eine Methode hat, gell? Oder in C eine Funktion. Nein, wir machen es selbst. Wir machen den Zugriff auf die Hardware und sagen der Hardware, du Hardware, sagen wir mal, wie spät haben wir es denn, gell? Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, gell? Und ja, da schauen wir mal, wie das Ganze so ausschaut, gell? Und zwar, ja, der Baustein, gell? Ursprünglich war es der Motorola MC146818, gell? Also Realtime-Clock oder Echtzeituhr, gell? Ja, eben, wie gesagt, Wikipedia, wie so immer, gibt es einige grundlegende Informationen und dann kommt der Zugriff. Und zwar, letztes Mal haben wir gesagt, auf dem Bildschirmspeicher des PCs könnten wir über Shared Memory zugreifen. Gell? Und da haben wir eben diesen Konsolenmod verwendet und da haben dort einfach etwas in den Speicher geschrieben. Gell? Okay, also ja, Memory Mapping, gell? Also wir gehen, ja, na, Shared Memory, gell? Wir gehen also her, haben beim Bildschirmspeicher gewusst, wo wir etwas hineinschreiben müssen und das liest dann die Hardware aus, gell?
Coole Sache, gell? Also wir schreiben etwas in den Speicher und die Hardware, die geht es dann lesen. Gell? Okay. Die andere Möglichkeit ist die, die häufiger verwendet wird, sondern und zwar die häufigere Möglichkeit ist, auf Boards zuzugreifen, auf Boards, die dann einen Hardware-Baustein, gell? Eben einen Hardware-Baustein, wie eben diese Echtzeituhr hier, gell? So etwas dann eben anspricht. Gell? Okay, also hier geht es dann nicht um Software, sondern eben um das ansprechende Hardware. Und ja, und solche Bordzugriffe, gell, die haben wir beim Z80 gesehen. Dort haben wir gesagt, da gibt es einen Befehlssatz, gell, da gibt es die Transportbefehle. Und da haben wir Transportbefehle gehabt, um auf den Arbeitsspeicher zuzugreifen und andere Transportbefehle, um Input-Output zu machen. Und ja, die um In- und Out geheißen dort. Im Z80 Assembler. Wir haben jetzt hier den PC und werden ja, darauf zugreifen, wischen die Adressierung. Wir haben hier ja, Port-Mapped-IO, also einen eigenen Adressraum, der bei 0 startet und 1024 Adressen hat. Gell? Also von 0 bis 0x3f8. Na, 0x3ff ist die letzte, gell? Und Entschuldigung. Und ja, was brauchen wir dafür? Verwendet werden 10 Bit für die Adressierung, gell? Okay, also wenn man 10 Bit Adressen hat, braucht man 10 Beans, gell? Also okay, hardwaremäßig brauchen wir die. Also Adressen, Adressleitung 0 bis Adressleitung 9. Gell? Beim Z80 waren es nicht 10, dort waren es 8. Gell? Dort haben wir dann 256 Adressen gehabt, beim PC haben wir 1024 Adressen. 1024 Adressen, das klingt jetzt sehr viel, gell? Aber man muss eines wissen, dass diese Adressen nicht immer verschiedene Bausteine ansprechen. Es ist nicht so, dass wir auf dem Motherboard des PCs 1000 Bausteine hätten oder 1000 verschiedene Bausteine, die wir irgendwie logisch ansprechen müssen und I/O machen müssen. Gell? Nein, so ist nicht. Es ist so, dass wenn viele Bausteine hat, die mehrere Adressen brauchen, gell? Also nicht mit einer Adresse arbeiten können, sondern mehrere. Gell? Und ein Beispiel, gell, also diese Uhr, die wir hier eben ansprechen, dort brauchen wir 2 Adressen, der 1024 Adressen für die Uhr. Gell. Ein anderes Beispiel, ein Klassiker, gell, wäre zum Beispiel die serielle Schnittstelle, gell, die braucht ganze 8 Adressen. Gell. Okay, also 8.024 für die serielle Schnittstelle. Und weil es da mehrere gibt, hat man gleich 2x8 definiert. Gell? Also 16 sind weg. Gell? Und ja, und so klingt es 1024 dann plötzlich nicht mehr so viel. Gell? Dann werden es schon weniger. Gell? Aber ja, passt dann meistens schon. Gell? Okay, also unsere Adressen sind 2. Und zwar. Die Adressen, die wir haben, sind 0x070 und 0x071, gell? Also hexadezimal. Und zwar über 0x070, also über die erste Adresse, auch die Basisadresse des Bausteins, gell? Darüber gebe ich dem Baustein die Befehle. Gell? Ich sage ihm, was ich jetzt machen will. Gell? Und ganz konkret sage ich ihm, was ich schreiben will oder was ich lesen will. Gell? Also ich will mit dem Baustein kommunizieren, der Baustein hat interne Register, gell? Und die haben nicht für jedes Register eine getrennte Adresse, also haben sie es so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, der Baustein muss immer mal erfahren, was man ihm jetzt schicken will oder was man lesen will. Und in zweiter Linie geht man dann über das ja, Datenbyte, gell? Das Byte lesen oder schreiben, gell, was man eben hier will oder braucht. Gell. Was wichtig ist, gell, das sind jeweils 8 Bit. Gell. Also wir können hier jeweils ein Byte lesen oder schreiben. Gell. Mhm.
Ja, die Adressen, wenn man die binär anschaut, gell, dann unterscheiden die sich nur in der letzten Stelle, gell? Okay, also 0x70, gell, wäre dann was denn? Also, wenn wir 10 Bit schreiben, gell, wir haben gesagt, wir haben 10 Bit Adressen, gell, was haben wir? Wir haben also drei führende Nuller, dann haben wir 1, 1, 1, dann haben wir schon 6 definiert und dann haben wir noch 0, 0, 0, 0, gell? Okay, also können Sie sich auch erinnern, wie man hexadezimal umwandelt in binär, gell, einfach jeweils 4 Byte niederschreiben, gell, und weil wir die erste Stelle, die höchstwertigste, die stellt nur 2 Bits dar, gell, weil wir ja 10 Bits haben und nicht 12, gell. Okay, so, wie schaut das jetzt aus? Was muss der Baustein machen? Der Baustein, der muss, wenn diese Adresse auf dem Adressbus anliegen, gell? Dann muss er sagen, oh, ich bin dran, gell? Okay, gell? Also das ist wie in der Schule beim Prüfen, gell? Okay, wenn da jemand aufgerufen wird, dann versteht er auch, ich bin jetzt dran, gell? Und so ist das beim Baustein, gell? Und dort muss man jetzt, gell? Also ihr macht ja Digitaltechnik, gell? Da muss im Baustein eine Auswahlschaltung vorhanden sein und diese Auswahlschaltung, gell? Die muss den Baustein dann sagen, du, jetzt bist du dran, gell? Okay. Und wie schaut denn das so aus, gell? Also wenn wir das so schematisch mal so darstellen, gell? Also ja, das dürfte man nicht jetzt Telekommunikationslehrern zeigen, weil die wären da nicht zufrieden mit uns, gell? Aber schematisch wäre das jetzt so, wir müssten diese 10 Dienstadressen nehmen und interpretieren, gell? Wir müssten also da sowas machen und sagen, gell? Also A9, höchstwertigste, gell? A9 negiert, gell, okay, A8 negiert, gell, A7 negiert, gell, A6 nicht negiert, A5 nicht negiert, A4 nicht negiert, gell, A3 negiert, A2 negiert und A1 negiert, gell, okay, das sind die ersten 9 Stellen, gell, okay, also 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Und die letzte Stelle, die variiert. Und die letzte Stelle, die dürfen wir nicht für die Auswahl verwenden. Die letzte Stelle in der Adresse, also die niederwertigste, das ist eine interne Adresse. Und die besagt dann, aha, wenn sie 0 ist, dann haben wir 0x0701 gegeben als Adresse, gell? Und das besagt dann den Baustein, aha, jetzt will er mir was sagen, gell? Okay? Und zwar das, was ihn interessiert, gell? Als er den Command, gell? Und dann 0x7, na, 0x071, gell? Aha, darüber muss ich ihm jetzt da etwas geben, gell? Oder ich muss dann lesen, gell? Wenn das dann angekommen ist, gell? Okay, ja, das Ganze kann man dann nachlesen. Da gibt es ein Datenblatt dazu von Motorola, gell? Dort ist das alles recht nett beschrieben. Dann ist auch die, ja, die Pin-Belegung des Bausteins dann beschrieben, gell, und wie das der Datenbus, gell, und der Adressbus ist das da und gell. Und da ist ja teilweise Multiplex, gell, also vielfach Belegung von Pins, gell, also ja, das ist dann, ja, boah, schön, gell, okay, ja, fein. Gehen wir mal kurz da schauen. So ein Datenblatt, gell, das findet man, kann man bei Motorola kaufen, gell. Oder nachdem das Ding jetzt bei bald 40 Jahren auf dem Markt ist, gell, findet man das, wenn man MC 14 68 18 eingibt, an allen Ecken und Enden dann auch im Netz, gell. Und hier wird so mal ein bisschen die Elektronik erklärt, gell. Die Schnittstelle, ja, so ist etwas Überspannungen, gell, der zeitliche Verlauf, wie man das dann eben ansprechen muss und, gell, also das sind lauter Dinge, wie also dieser Baustein funktioniert, gell? Oder wie man ihn verwendet dann, gell, elektronisch verwendet, gell? Ja, und wenn wir da noch ein bisschen runtergehen, aha, da steht jetzt etwas über das, was der Baustein hat, gell? Und zwar kann man jetzt über dieses Schema dem Baustein sagen, was man mit ihm machen will. Gell? Und wir sehen da links, gell? Also wir sehen da 14 Byte, gell? Da können wir auf den Baustein zugreifen und mit ihm kommunizieren. Und dann haben wir etwas Speicher. Gell? Und das da, ja, das habe ich auch jetzt am Anfang nicht gesagt. Gell? Also
Hier ist dann auch der Speicher vorhanden, um ja, den Rechner, gell, den BIOS-Rechner von damals, seine Daten nicht vergessen zu lassen. Gell, wenn man den Rechner ausschaltet, gell, dann hat er ja seine Konfiguration im BIOS nicht vergessen. Gell. Und das ist hier mit drinnen. Gell. Also die Uhr, die hat Spannungsversorgung. Gell. Und die Uhr kann sich die BIOS-Daten dann merken. Gell. Jo. Okay. So einfach ist das Leben, gell? Also eine Uhr war immer schon wertvoll. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir hier rechts? Hier rechts steht, aha, ein 0. Bei 0, das sind die Sekunden. Gell? Wenn wir also die Sekunden auslesen wollen, dann müssen wir ihn auf 0x 070 100 geben. Das heißt für ihn, jetzt will er die Sekunden von mir haben. Und wenn ich die Minuten will, die sind dann etwas weiter, die sind bei 02, gell? Und die Stunden, die sind bei 04, gell? Okay. Ja, und so weiter. Da könnte ich also Uhrzeit, Datum und alles auslesen, gell? Und das Spiel ist immer das, gell? Also, man geht zuerst und schickt hier auf 0x 0 70, gell, den gewünschten Befehl, gell, also zum Beispiel 0, dann bekomme ich eben die Sekunden, gell, oder 2, dann bekomme ich die Minuten, gell, 4, dann bekomme ich die Stunden, gell, okay. Und im zweiten Schritt muss ich die Daten dann von 0x71 lesen, gell, also auf 0x 070, sage ich ihm, was ich will, 0x 071, dort kann ich dann die Uhrzeit abholen, gell? Ja, das ist jetzt ganz schön, gell? Wir haben gesagt, wir verwenden hier diesen alten Borland-Compiler, gell, den Turbo C. Und ja, die Borland hat da zwei Funktionen definiert, Import B und Outport B, gell? Wenn wir da mal hineinschauen, gell? Also das haben wir hier, wo haben wir es denn? Da, okay. Also, wir haben hier unseren Compiler installiert und da Optos, gell? Und dort dann dc-include und dort gibt es die DOS.h. Und wenn wir hier mal hineinschauen, gell? Also Import B, gell? Und dann sehen wir, wie das ausschaut. Was bekommt ein Import B? Import B bekommt jo, die Portadresse, gell? Also müssen wir schreiben 0x 070, gell? Und was liefert es zurück? Es liefert einen unsigned Character zurück. Das ist dann da ja, der Inhalt, gell? Also wenn wir was lesen wollen, wenn wir dann von 0x071 lesen wollen, gell? Dann müssen wir dieses Import B verwenden. Und dann gibt es noch das Outport B. Das Outport B, gell? Hat hier diese Schnittstelle, gell? Also Outport B auf die Adresse 0x070 zum Beispiel den Wert 00 ausgeben, dann weiß der Baustein, aha, jetzt muss ich die Sekunden liefern. Gell? Okay, also das sind unsere zwei Funktionen, mit denen wir die Hardware-Zugriffe auf den Ports dann machen können. Gell? Ja, soweit, so gut. Gell? Jetzt sind noch zwei Kleinigkeiten da. Gell? Und zwar eine Kleinigkeit, die ist da in diesem Register, also 0x0a drinnen, gell? Okay, also dieses Register, ja, 0x0a, gell? Hier sind ein paar von diesen, da kann man was auslesen, gell? Und zwar, wenn man hier etwas weitergeht, dann kommen wir zu der Beschreibung, gell? Also hier Register, aha, da steht es, genau, gell? Und im Bit 7 vom Register A, da ist dieses UIP und das steht für Update in Progress. Und zwar, wenn dieses gesetzt ist, dann, ja, dann wird die Uhrzeit gerade verändert, also neu gesetzt, oder sie wird demnächst neu gesetzt, gell, also in Kürze. Und deshalb ist wichtig, dass wir vor dem Zugriff auf die Uhrzeit abwarten, bis eben dieses hier ja, nicht mehr 1 ist. Gell? Also da müssen wir dann zum Beispiel eine, ja, solange das 1 ist, müssen wir warten. Gell? Oder ja,
Könnte man eine Weilschleife, könnte man auch eine Duweilschleife verwenden. Gell? Also müssen wir halt einen Augenblick warten da. Gell? Okay, also Update in Progress, Bit Nummer 7 vom Register A. Das ist also mal das eine, das uns interessiert. Das andere ist die Darstellung der Daten. Gell? Und zwar, da gibt es im Bit Nummer 2 von Register B dieses Data Mode Bit. Und dieses Data Mode Bit, das ja, ist das 1. Dann ist die Darstellung der Zeit binär. Ist hingegen 0, dann ist die Darstellung BCD. Gell? Und, ja, und das kann man dann, ja, das muss man überprüfen und dann entsprechend kann man die Ausgaben und die Auswertung halt machen. Gell? Okay, also wenn wir da hinuntergehen, gell? Also ja, wo ist es denn? Da. Da beginnt es, gell? Und da ist die, ja, ist die Beschreibung und da daneben in der nächsten Spalte, da ist, gell, also der Data Mode, gell, Bit Indicate Whatever Time and Calendar Updates are to use Binary or BCD Formats, gell, okay, also muss man auf das aufpassen, so wie ihr das in Digitaltechnik gesehen habt, gell, und das ist eben das Bit Nummer 2, gell, aufpassen, gell, die Nummerierung der Bits beginnt bei 0 und nicht bei 1, gell. Ja, das wäre eigentlich alles, was wir brauchen, gell? Und ja, was wollen wir jetzt machen? Gell? Wir wollen das Ganze mal auslesen. Und wir wollen das nicht nur auslesen, wir wollen das in den Bildschirmspeicher schreiben. Gell? Also zuerst würde ich das mal auslesen und einfach ausgeben, printf. Gell? Aber dann wollen wir was anderes machen, wir wollen das dann auf dem Bildschirmspeicher schreiben und eine Ausgabe machen, ohne dass wir die Funktionen von C brauchen. Gell? Und dazu gehen wir einfach her, gell? Und ja, oben rechts, gell, in unserer Konsole geht es euch definieren, an welchen Stellen, gell? Macht es dann Trennzeichen, gell? Zwischen Stunden, Minuten und Sekunden, gell? Und gebt es das dort oben aus. Gell? Okay, ja, viel Spaß damit.